Wir machen den Übergang quasi fließend von den Bibber Bayern zur Bundesliga, denn ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Bundesligist wird das, ja, freudig kann man das nicht sagen, aber zumindest hingenommen haben, dass die Bayern durchaus Probleme haben. Stärker sind die Bayern nicht geworden. Ne? Mané verletzt, nicht bei der WM, Hernandez. Und die anderen kommen mit ganz sicher nicht mit Jubeltrubel heil tanzend in die Kabine, sondern die werden diese WM noch ein bisschen auch mitschleppen. Da wird es jetzt darum gehen, das umzudrehen. Zu sagen, Leute, dann macht eure Wut und euren Ärger über diese WM-Pleite, dreht sie um, macht daraus Stärke. Das wird das Nagelsmann-Thema. Das wird ein Nagelsmann-Thema. Der war, können wir einmal aktuelle Bilder, der war gestern beim Biathlon, also da hatte er den Fokus zumindest auf einer Art Zielscheibe. Da hat er sich gestern amüsiert, da mit der Bildkollegin Lena Wurzenberger. Und da hat er noch das Lachen. Aber Fakt ist, die Rolle Nagelsmann jetzt in der Bundesliga mit den deutschen Nationalspielern, da einmal ein Wort drüber verlieren. Ohnehin wahnsinnig sensible Kollegen, die Sanés und Gnabrys dieser Welt. Ein Josh Kimmich, der nach dem WM aus sehr am Boden war. Gelingt das so einem jungen Trainer, der Julian Nagelsmann immer noch ist, da den Schalter direkt umzulegen? Das wird vielleicht die größte Herkulesaufgabe, die er bisher bei den Bayern hatte, oder? Ja, jetzt nochmal die Verletzten. Und das sind ja nicht irgendwer. Also mit Hernandez, einer der, die haben eine Tiefe im Kader, ja, aber wie gesagt, irgendwann ist Tiefe und Breite, wenn Leute ausfallen, wird die Breite enger, soviel ich weiß. So. Dann der Torhüter. Mané, der Königstransfer, und die anderen kommen, wie sagte Joshua Kimmich nach dem Ausscheiden, ich habe richtig Angst, in ein Loch zu fallen, dieses aufzufangen. Ja, ich weiß nicht, brauchst du da große Erfahrung oder brauchst du Empathie? Die hat Nagelsmann. Nagelsmann ist sicher einer, der auch mit ihnen noch, der das nachfühlen kann und mitfühlen kann und der da nicht von oben runter sagt, so jetzt nehmt euch mal zusammen und jetzt spielen wir hier, Moment, wir müssen hier noch verschieben und den Raum zwischen den Ketten. Ich denke schon, dass es jetzt darum geht, nicht die Räume zwischen den Ketten zu besetzen, sondern die wieder auf Null zu stellen und dann zu sagen, neuer Fokus, komm, lass es uns umdrehen. Das traue ich ihm absolut zu und noch werden sie 11 Mann auf den Platz kriegen. Also das sollte der Rest der Liga schon noch mit einbeziehen in ihre Rechnung. Schauen wir auf den Rest der Liga und werfen mal einen Blick, 39 Tage bevor es dann endlich wieder losgeht, auch mit der Bundesliga, mal einen Blick auf eben die Tabelle, die 4 Punkte Vorsprung der Bayern, Freiburg, Leipzig. Ja, die Tabelle kennen wir. Willst du andere Clubs oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Und da blicken wir mal auf die zweite Seite und wollen mal ein bisschen in den Keller schauen, denn da wurde reagiert. Wir sehen den VfB Stuttgart auf Platz 16 und die haben reagiert und haben einen zurückgeholt, der schon mal da war. Der schöne Bruno, so wurde er mal genannt. Hintergründe lasse ich mal auf. Aber ein gut aussehender Kerl ist er auch, ein guter Trainer für die jetzige Situation beim VfB Stuttgart. Eine gute Entscheidung, ihn zurückzuholen? Sie haben ja nicht nur ihn neu geholt, sondern einen neuen Sportdirektor. Und wenn Sie auf die Tabelle gucken, wir kommen gleich wieder zum VfB, aber die haben ja alle drei da hinten haben ja schon Trainer gewechselt. Also die Patrone ist weg. Irgendwann, so jetzt müssen Sie es mit dem Personal dann schon machen. Beim VfB der Umbruch, so mitten im Fluss alle Pferde zu wechseln oder fast alle, das ist schon nicht ohne Risiko. Aber das ist eine Abwägung. Auf welchem Weg waren Sie denn? Waren Sie stabil oder musste man sagen, so pass auf, wenn wir noch was ändern wollen, dann jetzt in der Winterpause und dann müssen wir die Saison neu beginnen. Ist ja eng genug da hinten. Da ist noch was zu machen. Also das fragen Sie mich freundlicherweise nach den ersten drei Spielen, da reden wir über Bruno, dass der ein prima Trainer ist und dass er das schon ligaweit eigentlich demonstriert hat an einigen Stellen, dass er solche Situationen kann. Für ihn, glaube ich, ist es wichtig, mal anders wahrgenommen zu werden als nur feuerwehrmäßig, irgendwo über kurze Zeit und dann wieder weg. Er war ja schon mal in Stuttgart, ja. Der kennt die Verhältnisse. Sie haben dort einen Haufen Traditionen, vielleicht ein bisschen zu viel, die sie vor sich hertragen. Und jetzt das Ganze wieder runter auf Fußball. Und dann, sie haben immer eine gute Jugendarbeit gehabt.
die können nicht groß einkaufen gehen. Das weiß er. Und jetzt mal gucken, was sie daraus machen. Hat heute seinen allerersten Tag Bruno Labbadia in Stuttgart zurück. Sie hatten gerade gesagt, einkaufen. Ja, also es gibt einen Verein in der Bundesliga, der hat wahnsinnig viel eingekauft und will das jetzt möglicherweise wieder mit neuen Investorengeld. Problem nur, die haben wahnsinnig schlecht eingekauft. Wir reden über Hertha BSC und den neuen möglichen US-Investor. Es ist noch nicht hundertprozentig fix, aber es soll 777 werden. Und wir haben einen O-Ton von Freddy Bobic mal vorbereitet, der uns die Situation so ein bisschen erklärt. Hertha und der neue Investor. Sie wollten viel von Hertha wissen. Wir haben uns gezeigt, was wir alles machen oder wie wir wie der aktuelle Status quo gerade ist. Umgekehrt genau das Gleiche. Ja. Wir wollten auch vieles wissen. Großer Fragenkatalog auf beiden Seiten. Es war ein sehr angenehmes Miteinander, ein sehr angenehmes, ein sehr strukturiertes Miteinander. Inhaltlich sind wir extrem tief gegenseitig gegangen. So, und jetzt liegt es ein bisschen, liegt der Ball natürlich auf der Seite von 777 und dann auch natürlich noch unserem aktuellen Investor, ja, Tenor. Ja. Ja, da ein Commitment vielleicht zu finden und dann kommen vielleicht alle zusammen. Ja. 777, am Donnerstag beginnt die Darts-WM, da muss ich dann sofort an 2020 denken. Ach, bleiben wir bei dem Bild, ist der neue Investor ein Double Bullseye für Hertha? Oder ist es einfach nur wichtig, dass Windhorst weg ist, um es mal ganz deutlich zu sagen? Wichtig ist, das Wichtigste ist, dass wir hier stehen und mal über Fußball reden bei Hertha. Und es geht auch noch über erfolgreichen Fußball, weil irgendwann mal muss allen klar werden, du kannst nicht erfolgreich Fußball spielen, wenn das Ganze ständig in irgendeinem Schnellwaschgang vor sich geht. Hinter den Kulissen von Präsidenten wechseln bis und Investoren und dann Grabenkämpfe. Und also alles so, dass du, also mir geht zumindest so, dass auch pass auf, können wir nicht über was anderes reden. Mir fehlt so der Sexappeal. Lass mich in Ruhe jetzt. Sie sollen klären, was sie klären müssen. Und dann lass sie auf den Platz gehen und dann gucken wir mal, was. Ich höre, dass Niederlechner als neuer Stürmer kommen soll aus Augsburg, habt ihr heute Morgen geschrieben. Das ist so ein Thema, das würde mich mal interessieren. Und wie stellt ihr euch das vor? Und wie soll das dann fußballerisch werden? Aber erst musst du doch Sachen klären. Ist dieser Verein noch geschäftsfähig? Ist er nicht geschäftsfähig? Wo sind die Millionen? Und all so Zeugs, da bin ich überfordert und allerdings auch mental überfordert. Ich habe keine Lust. Ja, aber, das Problem ist bei Hertha, wenn wir über Fußball und Hertha reden, dann wird die Stimmung ja noch schlechter, als wenn wir über die Sachen hinter den Kulissen sprechen. Die Stimmung kann nur besser werden, wenn das Umfeld einmal aufhört, im Vordergrund zu stehen. Lassen Sie uns einmal die Frage klären, Freddy Bobic. Jetzt will ich gar nicht zu weit, möglicher Posten beim DFB. Frage ist, Freddy Bobic, ein wahnsinnig starker Charakter, hat in Frankfurt einen Riesenjob gemacht, weil er es in erster Linie selbst entscheiden konnte, was passiert. 777 hat schon ziemlich deutlich gemacht, wenn wir reingehen, Moment, wir sind nicht nur Investoren, sondern natürlich reden wir dann auch mit bei Neuzugängen. Tut sich an Freddy Bobic das an? Es ist sicher ein Thema, das besprochen werden muss. Und zwar deutlich besprochen werden muss und eindeutig besprochen werden muss. Eindeutig heißt, es gibt nur eine Deutung und am Ende wissen die 777, wir fangen ja auch schon an, die 777er wissen und ich weiß, wo wir stehen. Und da gibt es keine Grauzonen, aus denen man schon wieder Konflikte saugen kann, sondern so wird's gemacht. Wenn nicht, wird er sich das sicher nicht antun. Ich weiß nicht, ob ihm irgendwie klar war, als er von Frankfurt hierher kam, was alles hier los ist. Möglicherweise ist es schmaler geworden, habe ich den Eindruck. Möglicherweise war da doch noch mehr an Zirkus, als er sich ausmalen konnte. So, deswegen jetzt, es wird nicht lange dauern, dann werden wir wissen, Was ist Sache? Und das muss dann ziemlich feststehen irgendwann mal. Nicht mehr lange dauern tut auch diese Sendung. Wir sehen es oben am Counter. Und ich würde die Regie noch einmal bitten, uns die zweite Tabellenhälfte vorzuspielen. Und dann reden wir über einen Verein. Da droht die Zeit schneller abzulaufen als hier in der Sendung. Zweite Hälfte. Da sehen wir nämlich ganz, ganz unten der FC Schalke 04. Die haben ein so brutales Endprogramm in der Rückrunde, dass die eigentlich nicht mehr 17 Spiele haben, sondern eigentlich haben die nur noch so um die 14, um die Rettung zu schaffen. Einfach, gibt es irgendetwas, Herr Reif, was Sie den Alfred Draxlers dieser Welt, also Freunden des FC Schalke, mit auf den Weg geben können, dass es eine Rettung gibt?
25 Sekunden Hoffnung machen, Marcel Reif, Schalke 04, oder einfach schon planen für die zweite Liga? Na, also erstmal musst du jetzt spätestens schon auch für die zweite Liga planen. Und ansonsten, all das, was Sie eben geschildert haben und der Blick auf die Tabelle ist eindeutig. Da gibt es nicht viel Spielraum. Du weißt, wo du bist. Du weißt, du bist Abstiegskandidat Nummer 1. Alle haben dich abgeschrieben. Ein kleines Wunder müssen wir schaffen. Nochmal Trainerwechsel wird nicht gehen. Irgendwelche Großeinkäufe. Messi wird, Ronaldo wird auch nicht nach Schalke gehen. Also aus dem, was du hast, machen, was man kann. Es wird schwer, sehr schwer. Nee, also das halten wir fest. Ronaldo wird nicht nach Schalke kommen, auch wenn Schalke mal Raúl geholt hat. Aber für Ronaldo wird es dann nicht reichen. Herr Reif, das Schöne ist, wir sehen Sie am Mittwoch wieder. Ja. Wir sehen Sie am Freitag wieder. Ja. Wir sehen Sie kommenden Sonntag in unserem großen WM-Finale wieder. Finalsendung hier und dann noch kommenden Montag. Und erst dann entlassen wir Sie in den Weihnachtsurlaub. Ja. Aber die Nerven heute nicht verloren, nicht den Kane gemacht. Und Marcel Reif ist wie Luka Modric der Hybrid der Fußballexperten. Wenn der Tank ein wenig leer ist, dann wird einfach auf Elektro umgestellt. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie auch uns weiter treu. Morgen 7 Uhr. Lothar legt los und den Mann wieder am Mittwoch um 7 Uhr. Alles Liebe, alles Gute.